Ja, jetzt wird der Bälle getroffen. Oh, und nochmal alles. Nein. Erstes Blut. Alles klar, und damit wieder herzlich willkommen bei World of Warships. Sven ist wieder mit dabei und wir legen heute mal ein bisschen los mit der König. Ja, endlich mal wieder. Jetzt ist dieses ganze Special-Gedöns hier vorbei. Leider. Ja, leider, stimmt. Und sie haben es auch nicht umgesetzt, also es war nicht ausführbar, also müssen wir doch wieder Flaggen einnehmen. Aber irgendwas ist anders, es ist ja kam so ein großer schön. Patch raus. Und ja, wie war jetzt 1,2 ja. Gigabyte ja. zusammen? Ja, kommt hin, 1,2 Gigabyte. Aber irgendwie... Der Sound ist auch anders gerade. Ja, genau. Irgendwas ist doch hier anders. Der Sound ist anders, ich habe immer noch das Gefühl, auch Grafik ist irgendwie anders, aber... Also gefühlt ist es das Spiel, was sich am schnellsten entwickelt. Also, was sind muss man jetzt einfach mal so sagen, Schiffe oder? Auch langsamer? Wir haben Schlachtschiffe, Sven, ja? Schlachtschiffe, ja, die gut, sind nicht so schnell. Aber irgendwie... Ja, ich wundere jetzt hier ein bisschen viel rum, aber man muss jetzt mal dazu sagen, wir... starten immer einfach drauf los, also wir üben jetzt hier vorher nichts ein oder gucken mal, was sich verändert hat, wir üben einfach drauf los. Deswegen seid ihr jetzt mal dabei, wenn wir hier... Einfach aufnehmen. Einfach aufnehmen, ja, naja, einfach selbst immer überrascht sind. Ja, das stimmt. Hörst du das, den Funk? Da quatscht einer im Funk immer so gut. Der Funk ist ein bisschen anders. Wenn mal ich hoffe, der kann jetzt nicht abbrechen. Wenn du mal nach links so Richtung Licht schaust, dann ist da auch auf dem Wasser so diese grünen Spiegelungen. War da früher auch. Oh, haben sie wahrscheinlich vergessen, aus dem Folienpatch rauszunehmen. Na, die ist nur die grüne Suppe. Grüne Suppe, ja, genau. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wie weit kann ich schießen. Ja, 14,4 Kilometer. Ja, das muss man ja alles mal wieder mal so ein bisschen abchecken. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal die König gespielt haben. Das ist wohl schon 2 bis 3 Wochen her. Ja. Mindestens. Ich kann mich jetzt die letzten Male nur an Jakal erinnern. An Igor. Wir haben zwischendurch auch mal was wieder mit den britischen und den russischen Schiffen gespielt. Ja, die Weymouth nannte sich die. Aber ja. die fanden wir beide nicht so geil. Nee, die aber war, müssen die, glaube ich, trotzdem hochspielen. Ja, ja. Die war kacke, das stimmt. Oh ja, wir müssen die auch weiter spielen. Das stimmt auch. Ich komme gerade. Ach, guck mal. Ich weiß, was sich geändert hat. Auf alle Fälle ist jetzt immer zwischendurch irgendwie so ein Funk. Genau, ja. Aber halt nichts, was in-game da mit richtigem Funk zu tun hat. Ach, dreh dich doch jetzt nicht weg im letzten Moment. Ja, in Fukutaka. Ja, ne? Hey. Der trifft doch nicht. Oh doch, ich treffe die Zitadelle. Ist okay. Echt? Ja. Ich hab jetzt die Zitadelle getroffen. Oh, ich hab's. Und das ist raus. Nice. Mit einem Erstes Treffer. Blut. Mit einem einzigen Treffer. Und ich meine mit Treffer einem einzigen Projektil. Also. Ja, da steht. Aber da steht Detonation. Also du hast wirklich eine Detonation ausgelöst. Hast du genau das Munitionslager ja, getroffen? Ja, ich hab's Heck getroffen. Boah, ich wusste nicht, dass das Munitionslager. Vor allem auch mit Explosionsladung. Also selber mit AE. Was? Ja, mit HE und einem einzigen Projektil und der hat noch die Hälfte seiner Schadenspunkte gehabt. Das ist jetzt ein bisschen erstaunlich, aber. Das ist ein bisschen sehr erstaunlich sogar, ja. Ich bin gerade echt. So, da vorne ist eine Scharnhorst. Ich bin... Aber du hast recht. Ja? Hm? Nee, ich habe recht. Na klar, habe ich recht. Was ist das für eine Frage? Ach so. Also. Du musst jetzt mal nachfragen, was will ich. Nee, jetzt? Was meinst du denn? In der Grafik? Ja, mit diesem Grün. Ja, ne? Und die Beleuchtung allgemein ist irgendwie anders. Auch die Schüsse klingen anders. Boah, nur 2000 auf die Scharnhorst, ey, die hält so viel aus. Aber ist auch ein. Was ist denn die Scharnhorst? Ein Tier 7 Schiff? Tier 7, glaube ich, ne? Ja. Hä? Da war doch mal das Grün. Hab's doch gesehen, ihr konntet doch schießen. So, wenn wir jetzt einen 6000er Treffen machen, dann oder 3000 recht schon. Ja, nochmal. Ja, die ist raus. Belfast war das, ja.
Die ist raus. Es klingt alles ganz anders. Ja, ne? Alles. Das ist ja der Wahnsinn. Wir spielen kein anderes Spiel mehr. Naja, nee, das kann man ja nie sagen. Ich meine, wir haben unseren Rechner jetzt aufgerüstet. Also jetzt... Bin ich schon beschämt, dass wir denn sowas spielen. Ja. Ach, deshalb ist auch die Grafik wahrscheinlich besser. Ja, vielleicht. Das wäre ja krass. Nee, aber... Nee, natürlich nicht. So. Also Gleisenau geht down. Toll. Durch Teambeschuss. Popeye Seemann. Abdrehen nach rechts jetzt. Steuerbord. Ich drehe gerade nach rechts ab, wegen der Kombo, die da kommt. Das heißt, ich drehe meine Türme, darum geht's mir jetzt. Ja, ja. Dito. Aber ich komme halt leider nicht so weit wie die Kongo da hinten. Ja, da ist auch noch eine andere Tür, weil wir gerade nicht mehr sehen. Ja. Trotzdem lungert da hinten noch die Kongo rum. Hm. Immer noch 14,4 Kilometer. Magic Titus. Da vorne. Jetzt guck mal da, Kongo. Da ist noch eine Kongo. Ja, genau, die nehmen wir uns. Die meinte ich. Die nehmen wir uns. Fährt auch sehr, sehr langsam. Habe ich zumindest das Gefühl. Ja, das ist, glaube ich, auch richtig, dieses Gefühl. Aber die gibt auch Gas. Die gibt, glaube ich, auch Gas. Okay. Treffer. Ich nicht. Ich bremse mal ab. Ein bisschen. Ich bremse auch, glaube ich. Was leuchtet? Ich weiß es nicht. Nee, die fährt halt eigentlich. Die fährt halt eigentlich, Mann, wie komisch, dass ein Schiff fährt. Ich treffe schön den Bug, aber halt nicht krass. Ihr merkt, ich schalte immer hoch und runter. Mich immer die Schraube durchdrehen lassen. ein bisschen Eindruck hier schinden. Aber die Beleuchtung ist deutlich anders. Verbessert auch. Ja. Deutlich verbessert. Ja. Also ist mein Empfinden so. Nochmal 3.500. Guck mal, die Bug-Johnny da hinten, die steht fast. Ja, wäre natürlich gut, wenn wir die als erstes rausnehmen würden, weil die macht uns, glaube ich, fast mehr Probleme als die Kongo. Fährt rückwärts. Jetzt wieder vorwärts. Wirklich? Shit. Jetzt fährt sie wieder vorwärts. Ah. Hat sie sich voll genutzt, Sven. Ja, ich habe sie getroffen beim ersten Schuss. Der sieht gut aus. Achso. Der sieht doch nice aus. Oh, ja. Oh. Was? Alle daneben? Nicht. Alle daneben. Kurz davor war. Also. Der hat schon geschwitzt, Ludwig. Hab schon seinen Angstschweiß gerochen. Guck mal, die andere Kongo da hinten, die wird. Warte mal, wechsel treffe. Rausgenommen. Wechsel treffe hier die andere da. Ja, ja. Ich probier's auch nochmal. Uff, da kommt ein Hagel jetzt. Okay, na, HE. Ja, wenn wir das Heck treffen, dann ist es gut. Oh, 4900. Ja, die wird verbrennen. Wenn sie sich nicht reparieren kann, dann wird sie verbrennen. Ja, und tschüss. Andere da auch, die Magic Titus oder was das ist. Wir müssen aufpassen, rechts von uns ist da die ganze Zeit so eine Hatsuharu. Oh, ja. So. Ziemlich nah dran. Türme drehen oder Schiff drehen? Ich dreh Schiff. Also bleiben die Türme Richtung. Ja. Das ist ein Backbord, wa? Ja. Ja. Eventuell. Ja, nee, die Beleuchtung ist deutlich besser geworden, ja, weil die haben jetzt hier so eine quasi, wie nennt man das? Lensflare? Also Lichtstrahlen, die gebrochen werden. Das war vorher nicht drin, glaube ich. Woran siehst du das denn? Na, wenn du jetzt Richtung Sonne oder Richtung Lichtquelle guckst, dann du hast hier die Insel jetzt. Wir sind ja im Schatten von der Insel. Du ja. Guckst Richtung Licht, dann siehst du so die Strahlen, die an den Rändern von der Insel gebrochen werden.
Es zählt irgendwie nicht so ganz bei mir, aber glaubt ihr da natürlich. Müssen wir meine Aufnahme zeigen. Nee, wir können meine Aufnahme nicht zeigen, wir haben da ein paar Logistikprobleme. Das stimmt wohl. Ah, vielleicht sieht man das ja dann nochmal in einer späteren Folge von dir. Ja, aber ich glaube, das. Ja, wir müssen aufpassen, echt. Der Zerstörer, der haut gerade so ein bisschen was raus. Warte mal, ich hau erstmal einen anderen raus hier. Mach das. Ah, 6000. Oh, das war aber kein gut. Doch. Doch. Naja, doch. 6000 ist okay. Ich kann aber leider. Ich hab gerade kein anderes Ziel. Wobei ich weiß, dass hinter dem einen. Ah, hier müsste doch die H2H irgendwo sein. Ich krieg bestimmt gleich Torpedos von. Ja, ich vermute es auch. Hinter der Insel ist auch noch eine Atlanta. Circa auf 11 Uhr von dir. Zwischen 10 und 11. Oh, ein Zitadellentreffer, der nicht reicht? Scheiße. Ja, du kriegst gerade Unterstützung von der Belfast noch von der anderen Seite. Ja, die nimmt den jetzt raus, hoffe ich mal. Ja, die verbrennt. Ja. Sehr gut. Wo ist die Atlanta? H2H muss trotzdem. Die Atlanta müsste da sein. Hinter der Insel. Hinter der. Torpedos auf Backbord! Und da ist die H2H irgendwo. Shit. Torpedos auf Backbord! Torpedo nehme ich mit. Da. Guck mal, ich sehe die Atlanta. Zitadellentreffer. Und 6 normale Treffer. 14 Lebenspunkte hat die noch. Wollte mich verknippeln. Ich kann sie leider nicht treffen. Ja, nimmt halt jemand anders raus. Nimm die H2H oder für einfach raus. Denn. Kann ich mit leben. 2.500. Ich habe jetzt leider mit AP drauf geschossen, weil hätte mir zu lange gedauert. Ja, ist okay. Dings. Alles gut. Auf HE zu wechseln. Wäre jetzt besser gewesen. Hat uns ja auch mal jemand einen Tipp gegeben, mit HE auf die zu schießen. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Das stimmt auf alle Fälle. Ist schon ein Weilchen her, aber hätte mir jetzt zu lange gedauert, auf HE zu wechseln. Jetzt dachte ich mir, ich schieße erstmal mit der AP. Da ist er. Jetzt hab ich wieder nicht auf HE gewechselt. Du Blöde, ich erzähl das die ganze Zeit und mach's dann aber nicht. Naja, ich mach's auch gerade nicht. Aber einfach, weil ich's gerade geladen habe. Oh, hier, du Popel. Raus mit dir. Aber wobei ich 4000 Schaden gemacht habe, was eigentlich ganz okay ist. Oder mal ein bisschen gegeben, aber jetzt auf HE gewechselt. Ja, jetzt siehst du nicht mehr. Könnte von dem anderen rausgenommen werden. Tut mir leid. Oder die Bayern? Ja, wir sollten vielleicht, ja, die Bayern vielleicht auch unter Beschuss nehmen. Auch wenn die gerade nicht das optimale Ziel hergibt. Die verbrennt wahrscheinlich vorher auch noch. Ah, ich treffe sie vor allem nicht. Voll. 2 Treffer, aber kein Schaden. Ja, aber sie verbrennt trotzdem. Ah, ja, sie repariert sich. Torpedos 8 aus. Torpedos auf Backbord. Oh, verdammt. Hat sie gut gestreut. Aber gut. Einen Treffer kann ich mal mir genehmigen. Komm, triff mich! Alter, aber Walter, wie viel Schaden hat der denn gemacht? Der hat 13.000 Schaden bei mir gemacht, einfach mal so. Bei mir vorhin auch. Das ist riesen H2H ist Stufe 7. Na, der wird schon ganz schön. Ne? Kloppermänner haben. Ich drehe jetzt mal das Schiff und auch die. Ist, ach, das ist das letzte Schiff, die hat so. Ja, ja. Die hat eh nicht mehr viel zu tun. Nice. Drehst die Türme? Ja. Okay. Aber das dauert halt natürlich ewig bei der König. Ja, die Heck vor allen Dingen, ne? Die Heck-Türme. Ja. Heck und. Come on out. Heck und mit Front geht ja immer noch. Aber war auf alle Fälle schon mal eine gute Runde. Ja, guter Start. Trotz. Wieder direkt wieder gewonnen. Trotz Rumwunderei hier über mögliche Veränderungen. Ja. Veränderungen sind super. kommt uns sehr entgegen. In der Runde ja. Warte mal die nächste ab. Ja, das kann sein.
Weil mit Schlachtschiffen sind wir, glaube ich, im Schnitt am besten. Ja. Leider haben wir da keine Statistik, aber vielleicht macht ja hier mal jemand von den Zuschauern eine Statistik. Das wäre immer lustig. Wie viele Treffer hat jeder? Na doch. Wobei, nee, das lässt, können wir nicht direkt aufstellen. Aber doch, es gibt doch eine Statistik. Inzwischen. Ja, für uns ja. Naja, kann man ja mal durchforsten. Mal gucken, wie es aussieht. Ja, das stimmt. Man kann es aber auch lassen, ich habe verstanden. Man kann es auch. Ja, wir halten uns ja nicht mit Statistiken auf, sondern wir gewinnen einfach. Wir gewinnen. So wie jetzt. Richtig. Schöne Runde. Sehr gut, schöne Runde. Auf alle Fälle 1700 Punkte. 1650. Plus 50. Plus. Achso, nein, ach nee, das ist schon inkludiert, der 50% Bonus. Ja. Ja, sehr gut. Dann sage ich mal, bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Schlacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.